back from the dead. Und willkommen zu einer Episode des Rocket League Item Shops. Und wir sagen wir schon mal direkt rein, sehen, dass wir richtig viele neue Sachen drin haben. Zum einen die Tremor in Inverted Sky Blue. Die sind nice, die Tremor. Das sind geile Reifen, muss ich sagen. Bisschen weird natürlich, passt nicht zu jedem Auto. Aber zu so einem Wagen hier, der gerade aus dem Rocket Pass ist, passt das eigentlich schon dazu, muss man sagen. So ein bisschen Tron-like, bisschen futuristic. Sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss man sagen. 1300 Credits, bisschen teuer auf jeden Fall. Mainframe ist drin, in Sky Blue. Sieht ganz geil aus. Die Optik könnte echt täuschen, dass es weiß ist, oder? Sieht so ein bisschen so aus. Wir gucken mal auf dem anderen Auto hier. Es könnte echt täuschen, dass es weiß ist. Ist das weiß? Jetzt mal ohne Spaß. Das sieht halt wirklich hart nach weiß aus. Ich habe ja weiß selber. Aber egal, 2200. Also wer so ein bisschen täuschen möchte, dass er vielleicht Titanium White Mainframe hat, ist vielleicht hier gar nicht verkehrt. Crazy. Dann haben wir die FSLB in Black drin. Eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich finde dieses braune Schimmern irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, das finde ich irgendwie ein bisschen weird. Ich dachte erst, dass das jetzt nur von der Optik hier kommt in dem Shop. Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht ein bisschen weird aus. Ansonsten wären die nämlich ganz geil, muss ich sagen, aber ja, mit diesem komischen Effekt da, das sieht nämlich auf dem Bild auch so aus, dass die hier so diesen bräunlichen Schimmer haben. Ein bisschen weird. Ansonsten eigentlich ganz geil. Endo ist drin mit einem Lime-Decal für 100. Dann haben wir Burns hier in der Troika drin. Okay, brauchen wir nicht drüber reden. Dann haben wir den Endo selber in Forest Green drin, also wer nochmal ein Endo ausprobieren möchte, der kann das gerne machen. Der wirkt irgendwie auch so ein bisschen zusammengestaucht, oder meine ich das nur? Bisschen weird. Dann haben wir ein Octane-Decal drin in Crimson. Wie ihr sehen könnt, der hintere Teil des Wagens sozusagen, nee, kann man hier besser sehen, ist dann Crimson gepainted, also rot. Und dann haben wir noch die Blender in Kobalt drin, für die Leute, die so ein bisschen, ich weiß nicht, die Reifen sind überhaupt nicht mein Ding. Wenn man darauf steht, ist so extrem metallisch und so weiter. Weiß nicht. E-Sport-Bereich, gucken wir mal rein. Da haben wir Cloud9 drin für den Dominus. Nice. Dignitas ist drin ebenfalls. Also Dominus Day heute, wie ihr schon sehen könnt. Drei verschiedene Dominus-Decals sind am Start. Dann Space Station Gaming Patriarchs sind drin. Dann haben wir die AMR noch drin von Dignitas. Und wir haben nochmal Patriarchs drin. Crazy, zwei Patriarchs heute. Also ich muss sagen, Highlight geht heute raus an Dominus, an die Dominus-Decals, muss ich sagen. Kommt halt immer darauf an, welche Farbe ihr am meisten mögt. Also Cloud9 ist natürlich immer gefragt, muss man sagen. Ich glaube mal, ein neues Decal wäre geil. Mal so eine neue Art und Weise von einem Decal wäre geil. So vielleicht irgendwas Animiertes oder so wäre irgendwie nice. Und vielleicht mal ein paar neue Räder irgendwie, so wo alle Teams von profitieren können. Ich glaube, dann würden mehr Leute auch zuschlagen. Highlight geht hier auf jeden Fall raus an Mainframe Sky Blue, was eigentlich ziemlich weiß aussieht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Autos auch so aussieht. Aber könnt ihr gerne mal reinschauen, was euer Highlight ist und was ihr euch aus dem Shop gönnt. Sky Blue Featured Items auf jeden Fall ziemlich nice heute. Also, bis hierhin, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Sub da und dann gibt es morgen eine neue Episode. Also, bis dahin. Ciao, ciao.